So, was geht ab? George ist am Start mit einem neuen Infinite Warfare Video hier am Freitagabend, Freunde. Vorab möchte ich kurz mich erklären für dieses T-Shirt. Ich bin kein Bayern-Fan, ich habe aber auch nichts gegen Bayern-Fans. Das Trikot ist ca. 10 Jahre alt. Als ich ungefähr 7, 8, 9, 10 Jahre alt war, war ich der größte Bayern-Fan, den man sich wahrscheinlich jemals vorstellen konnte. Ich war der absolute Oliver Kahn-Fan. Aber nun ja, eigentlich eine blöde Thematik, weil ich kann mit der Thematik eigentlich nur verlieren. Die Leute, die Bayern hassen, fühlen sich getriggert durch das Trikot. Die Leute, die Bayern-Fans sind, fühlen sich getriggert, dass ich gesagt habe, dass ich eigentlich kein Bayern-Fan bin. Also lassen wir das direkt mal, Freunde. Es ist Freitagabend. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Start ins Wochenende. Natürlich machen wir das Ganze heute mal wieder mit einem entspannten Video um 20 Uhr, Freunde. Wir sind heute auch nicht auf meinem Account, sondern auf dem Account von Marc. Denn wir werden heute die neue epische Pistole testen. Ihr wisst ja alle, Stadion 44, eine neue Pistole in Infinite Warfare. Seit jetzt, glaube ich, 2 Wochen. Und der gute Marc, der hat diesen Kollegen in episch gezogen. Erstmal danke natürlich an dich, Digi, dass ich auf deinem Account jetzt hier 1-2 Stunden mit dem Kollegen zocken kann. Und wir werden das Ganze hier testen. Ich weiß nicht, ob ihr es schon gemerkt habt, Freunde. Ich habe heute ein anderes Mikrofon dabei. Normalerweise nehme ich ja mit diesem hier auf. Mit dem Rode Podcaster. Jetzt nehme ich aber gerade, ich kann es euch mal kurz zeigen, mit dem Rode NT-USB auf. Ich habe ja damals vor einem Jahr, es ist sogar schon her, krass, Alter, habe ich ja die beiden Mikrofone von Rode, einmal das Rode Podcaster, einmal das Rode NT-USB, von Rode damals gesponsert bekommen, auch nochmal korrekt gewesen damals. Und ich habe eigentlich immer nur mit dem Rode Podcast aufgenommen, seht ihr auch immer in den Videos. Und ich dachte, wir müssen mal ein bisschen mehr über den Tellerrand gucken und einfach mal das andere hier ausprobieren. Ich habe, glaube ich, mit dem damals vielleicht 1-2 Videos aufgenommen gehabt und bin dann schnell zu dem gewechselt. Ich weiß den Grund nicht, Freunde, weil ich habe das eigentlich noch nie getestet. Deswegen testen wir das Ganze heute mal. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr diese Audioqualität findet. Das war es auch schon mit dem Vorwort, Freunde. Wir sehen uns auch schon direkt in-game wieder. What? Was? Hallo, diese Lobby! First Try wieder die beste Lobby meines Lebens gefunden. Ach du Scheiße, Freunde. By the way, ja, ich habe gerade das neue Lied von Lisa und Lena gehört. Ja, das Komische ist, dass ich unnormal den Ohrwurm habe und dass ich unnormal der Lisa und Lena Fan bin. Ihr habt es vielleicht schon mal in meinem Leben gesehen. Das Traurige daran ist halt keine Ironie, ne? Ich feiere die halt wirklich. So für diesen Lauf, den sie gemacht haben, dass sie es einfach, Digga, ich find's einfach krass, ne? Ist zwar ein bisschen komisch, so mit 20 Jahren, dass ich das Lied den ganzen Zeit in Dauerschleife höre. Ich schäme mich auch ein bisschen, aber irgendwie schäme ich mich auch nicht so. Ich bin auch am überlegen, ob ich mir eine Lisa und Lena Insta-Fanpage erstelle. Nee, Freunde, Spaß beiseite. Ich habe gerade gar nicht geguckt, was die für Spezifikationen hat. Das werde ich mir gleich nach der Runde mal angucken, was diese Waffe so besonders macht. Auf jeden Fall hat sie schon mal ein anderes Visier. Und bisher komme ich echt gut klar mit dem Visier. Also bisher habe ich echt ganz gutes Aim. Ich habe das Gefühl, man trifft besser. Aber das ist vielleicht auch gerade nur Placebo-Effekt. Keine Ahnung, Jungs. Nein. Oh Gott, da ist noch einer. Oh Gott, da war noch einer. Komisch. Geht erstaunlich gut ab, das Ding, ne? Nice. Ja moin, Alter. Übelster Long-Range-Beast hier. Hier ist einer. Ja, nicht weg, Brudi. Na. Gottes Willen, Alter. Nice, wir haben wieder Drohne. Ey, Mann. So oft. So anfänglich auf Streak gewesen. Aber dann immer verkackt, Mann. Nice. Ja, 32,9 kann ich auf jeden Fall nicht beklagen. Leute, er hat sogar John im Emblem, sehe ich gerade. TR für Team Rage. RQ wäre besser gewesen. Aber er hat noch John. Richtig korrekt, Digga. Marc, fühl dich gedrückt, mein Freund. Ja, jetzt gucken wir uns mal die Spezifikation der Waffe an. Gut, also die Spezifikationen bei der Peacekeeper sind einmal Deadeye, das heißt verbesserte Reichweite und Schaden bei Volltreffern. Ist mir jetzt noch nicht so aufgefallen, weil ich nicht auf Volltreffer gespielt habe und ich auch nicht darauf geachtet habe. Und beinhaltet ein eingebautes Pistolenzielfernrohr. Und das haben wir ja gemerkt, das habe ich auch angesprochen. Und das schien auch mega OP zu sein, weil ich hatte echt viel, viel besseres Aim mit der als mit der normalen Stadion 44 ohne dieses Zielfernrohr. Und Bereitschaft, schnelles Nachladen bei geringerer Munition. Das denke ich mal auch nicht verkehrt. Und ich bin ehrlich, Freunde, ich bin gerade schon richtig am Ende, Mann. Das ist gerade echt so. Die Temperaturen ficken mich, die Waffe fickt mich, das ist gerade echt so ein bisschen
ätzend, will ich mal sagen. Weil, sind wir mal ehrlich, die Waffe ist absolut beschissen. Wirklich mega beschissen. Nice. So, ich will nicht sagen, dass sie generell, also dass sie komplett scheiße ist. Ich kann mir vorstellen, dass die Waffe halt übel Spaß macht, wenn man irgendwie eine richtig geile Primärwaffe spielt und als Sekundärwaffe halt dann die Pistole spielt und da mal so kurz, wenn man wirklich im Nahkampf ist, mal kurz hier aus der Hüfte die Gegner wegwichsen. Das ist geil, kann ich mir vorstellen, weil im Nahkampf ist sie ja wirklich auch gut. Aber halt als Primärwaffe, so wie wir sie gerade spielen, als einzige Waffe ist halt so beschissen, weil über die Distanz kannst du komplett knicken. Mittlerweile da oben sniped einer, ja moin. Mittlerweile finde ich dieses Visier auch unnormal beschissen. Hier kommt jetzt, Mann, natürlich, natürlich PSG, Digga. Let's go, let's fucking go, Mann. Kindernähe, Alter. Und da noch diese Temperaturen, Jungs. Egal, wir geben nicht auf. Wir wollen ja diesen einen scheiß Roboter haben. Auch wenn ich wahrscheinlich bis dahin mit dem Herzinfarkt hier rausgehe aus irgendeiner Runde. Aber nun ja. Junge, wer sich denn entdeckt, du kleine dreckige Ratte. Oh mein Gott, Diggi, hast du kassiert trotzdem. Ich dachte, da liegt schon wieder einer. Ja, moin, Konterdrohne auf unseren Nacken vom guten Florian. PSG im Clan-Deck. Sehr, sehr nice. Da war einer. Na, Florian, schmeckt dir das? So. Hier unten ist einer. Oh Gott, die Auge. Wir haben jetzt auch eine Drohne. Oh Gott, da war einer. Der hat mich natürlich direkt gesehen. Direkt gespottet hat er mich. Gucken wir mal kurz nochmals. Oh mein Gott. Florian, Junge. Lass es einfach. Lass es bitte. Oh Gott. Florian! Es war halt, ich war Florian Dark Genji, Mann. Kleiner Pisser, Alter. Jetzt ist mein Kabel auch raus. Ich hab kein Bock. Diese Waffe ist so schlecht. Es lief so gut, wir waren so kurz vor der Verbesserten und dann. Meine Güte. Dass ihr seid solche Opfer alle. Ist ja nicht mehr normal hier. Er merkt schon, mein Wutpegel ist zu den vorigen Runden schon drastisch gestiegen. Aber ich denke, das ist verständlich. War auch in der epischen Variante. Es ist eine unglaubliche Dreckswaffe. Weil halt die Spezifikationen sau sinnlos sind. Dieser mehr Schaden bei Volltreffer, da war einer unten. Ja moin, wieder absolut One-Shot. Mehr Schaden bei Volltreffer ist sau sinnlos, weil man mit dieser Waffe eh keine Volltreffer macht. Ich habe ja schon 160 Volltreffer machen müssen für Black Sky. Unmöglich. Und ja, Digi, jaha. Natürlich schon jetzt hier noch so ein Blaupunktschwitzer. Ja, komm, verpiss dich, Alter. Verpiss ich mich raus. Ich werd so wütend gerade. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich werd so wütend gerade. Es muss aufhören. Ich muss schnell Kills machen, bevor ich richtig aggressiv werde hier. Nein. Ich werd gleich. Nein. Das kannst du nicht mehr machen, du kleiner Untermensch. Du kleiner dreckiger Bastard, Alter. Nein. Wieso bringt ihr solche Dreckswaffen raus, die keiner spielen möchte, Mann? So gut wie 90% der DLC-Waffen sind ein absoluter Scheiß, Mann. Ohne Flachs, es ist echt. Und dann dachte ich wenigstens, die epische Variante ist gut. Aber nein, die ist noch beschissener als alles andere, Mann. Wir sind ja kurz vor der Drohne. Da hinten gar mit einem Spawn mit seiner Zeitkopie. Oh nein.
Habt ihr gesehen, wie kacke die Schüsse am Anfang connected haben? Ja, Drohne haben wir. Gott, hier ist einer. Nice. Ich bin gay, Joint. Ach, Digga, du bist richtig witzig auf IOF. Auf jeden Fall, das bist du schon mal, Digga. Ob du schwul bist oder nicht, Digga, egal. Du bist auf jeden Fall richtig, richtiger Witzbold bist du, Digga. Richtig Lachkicks gerade geschoben. Ohne Scheiß, Mann, du kleiner Pisser. Reg mich solche Gamertags auf, Mann. Ohne Flachs, Alter. So unlustig, weißt du, die denken, wie kann man so unlustig sein, Digga, die sitzen da so, machen PSN-Account, ich bin gay, guck mal, scheiße, ich bin gay. Keck, Mann, ohne Scheiß. Digga, was, Mann, das fuckt mich ja so ab gerade alles. Nice. Kleine Ratte, du kleine dreckige Ratte, Mann, es ist so warm in meinem Zimmer, ich dreh gleich durch. Egal, Jungs, bald ist der Sommer endlich wieder vorbei. Oh mein Gott, Digga, wie wir ihn geholt haben. Holy shit. Gib mit. Na, Assist. Besten Dank, Diggi. Jo, von wo werde ich weak gemacht? Diese Waffe ist so schlecht! Bertolt Brecht, Alter! Diese Temperaturen, Alter, die machen mich echt verrückt. Nein. Perfekt, Alter. Hier ist einer in der Ecke. Nice, Freunde. Wir sind auf einem guten Weg gerade. Mit einer 10-0 aus dem Gegnerteam. Hier kommt einer. Pauli Schwarz, Digga. Mit 10-0. Ja, moinsens, Alter. Bella Pissate. Lauf schon! Nein, soll ich mir das jetzt wirklich antun, Digga? YouTube-Pajas. Und Pajas. 4,6 HKD. Ja, moin. Na, komm, wir tun es uns an, Freunde. Wir tun es uns an. Skydog. gegen Pajas. Mit seiner 5,6 HKD. Kann Spaß werden, auf jeden Fall. Okay. Nice. Kimbo ist doch deutlich entspannter. Hinter uns. Ja, was geht ab, Diggi? Komm. Bruh. Wir sind eins vor der Drohne. Ja, Pajas. Gefällt dir das, 5er-Streak, Diggi? Nur ein Kill, dann haben wir die Konterdrohne. Nein. Was? Nein. Verfickt, Mann. Da habe ich die Konterdrohne direkt... Ja, ich hau die Drohne raus. Let's go. Aber Pajas, Digga, er gibt nicht auf, ne? Ist gar nicht mal so schlecht dafür, dass wir so eine Dreckswaffe spielen. Läuft's halt echt nicht übel, könnt ihr mir nicht erzählen. Makimbo-Modus bockt das Ding auch. Unnormal. Kein Scheiß, Alter. Also wenn ihr die Waffe habt, spielt's Makimbo. Spielt sie mal Kimbo-Modus. Wir sind sogar 2 Kills gerade dran an den ersten. Nice. Boah, wir müssen jetzt richtig Gas geben, aber wir könnten es theoretisch echt machen, ohne Scheiß jetzt.
Drück mir die Daumen, Jungs, ohne Flachs. Im Spawn einer. Patschas, ich muss ihn holen. Patschas! Mann! Verfickt noch eins! Nice. Nice. Unentschieden. Ja, Pajas, Digga. Raus hier, Kollege. 4-6er KD. Moinsens. So, hier. Es geht ab. Akimbo-Herausforderung abgeschlossen. Sehr nice. Bin gespannt, ob Pajas jetzt raus-dashboardet. Drohne haben wir. Noch zwei Kill. Noch ein Kill. Ja, moin. Als ob wir das glücklich gewinnen hier. Konterdrohne. Glitch. Lief ja wohl nicht so gut, der gute Pajas. Gucken wir mal ganz kurz direkt bei YouTube nach. Pajas. 6000 Abonnenten, amerikanischer YouTuber. Ha, belassen. Freunde, ich hoffe, euch hat das Video zur epischen Stadion 44 gefallen. Pajas ist auch rausgedashboardet gerade hier, ist nicht mehr in der Lobby. Jetzt wissen wir also, woher die 4-6er-KD herkommen. Peinlich. Na gut, Freunde, ich hoffe, euch hat auf jeden Fall das Video gefallen zu der Stadion 44 in Epic, die Peacekeeper, so heißt das gute Stück. Wir haben 21.000 XP gemacht. Nicht schlecht, Freunde. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ihr habt noch ein schönes Wochenende. Freunde, wir sehen uns morgen beim neuen Video. Habt einen schönen Tag, haut rein. Ciao.